Hallo zusammen und liebe Grüße aus Indien. Vor genau einer Woche sind mein Mann und ich zu unserer Weltreise aufgebrochen. Das hatte ich euch ja immer mal wieder erzählt und ich dachte, ich halte das ein wenig für euch und natürlich auch für uns fest. Mit dem Zug ging es zuerst nach Frankfurt und von dort startete dann unser Flieger Richtung Indien. Bis zum Abflug waren wir ehrlich gesagt beide gar nicht aufgeregt, da irgendwie bis kurz vor knapp noch an so viel zu denken war, dass einfach ja schlichtweg keine Zeit für Aufregung war. Nach knapp 8 Stunden Flug kamen wir gut in Indien, Neu-Delhi an und ja, sind dann das erste Mal gleich mit der Metro gefahren. Eigentlich sollte unsere erste Unterkunft nicht weit von der Station Neu-Delhi entfernt sein. Allerdings hat uns Delhi bei unserer Ankunft echt mit Haut und Haaren verschlungen. Das Chaos war ganz fürchterlich überwältigend und ja, wir waren einfach nach dem Flug, der kurzen Nacht, kaum Ruhe, eh schon überreizt und dann das. Ich hatte leider in den ersten Tagen gar keinen Kopf, um irgendwas zu filmen. Wir mussten beide erstmal klarkommen, haben uns im Hotelzimmer versteckt und ja, uns versucht zu sammeln, anders kann man es gar nicht sagen. Nach den ersten 2 Nächten sind wir dann nach Agra gefahren, mit einem privaten Fahrer, da wir uns eine Zugfahrt nach dem holprigen Start noch nicht so ganz getraut haben. Wenn euch Agra nichts sagt, das ist der Ort, in dem ihr das weltberühmte Taj Mahal findet. Eins meiner großen Bucketlist-Ziele für unsere Reise. Ein absoluter Herzenswunsch, dieses Gebäude mal mit eigenen Augen zu sehen. Nach unserer Ankunft in Agra lag der Vormittag noch vor uns, sodass wir dann gleich in Richtung des Taj Mahals gelaufen sind. Allerdings haben wir schon vorher gestoppt. Und zwar beim Taj Nature Walk. Ein kleiner Geheimtipp, über den ich im Vorfeld auf einem Blog gestolpert bin. Ein ruhiger Park, eine kleine Oase, von der man die berühmte Schönheit sehen kann. Ich war wirklich unglaublich begeistert, denn schon aus der Ferne war es einfach nur zauberhaft. Wir haben uns einen Moment genommen, uns hingesetzt und einfach nur die vielen Vögel und den Ausblick genossen. Wisst ihr, in Indien ist es wirklich unglaublich laut. Alle Fahrzeuge hupen echt in einem fort. Das kann extrem an den Nerven zehren. Hier war der erste Ort in Indien, an dem wir wieder zur Ruhe gefunden haben. Am nächsten Tag sind wir dann ganz früh aufgestanden und um 5:30 an der Unterkunft losgelaufen. Um 5:45 standen wir dann auch schon vor dem Eingang vom Taj Mahal. Mein Magen schlug echt Purzelbäume, ich sag's euch. Ich war so aufgeregt, so voller Vorfreude. Ich spüre das glatt jetzt noch, wenn ich euch davon erzähle. Und dann war es auch schon endlich soweit. Die Tore wurden geöffnet. Und glaubt mir, diesen Moment, wenn man durch das Tor geht, den werde ich wohl nie wieder vergessen. Die Erhabenheit und Schönheit und auch Kraft dieses Ortes hat mich vom ersten Augenblick an gefesselt. Das Licht, die eindrucksvolle Schlichtheit, das Kunstwerk. Ich weiß, das Taj Mahal ist überlaufen und man entdeckt da ja nicht irgendwie was komplett Neues. Aber ich bin der Meinung, ihr verpasst echt etwas, wenn ihr das Taj Mahal während eines Indienbesuchs nicht anschaut. Wirklich. Wir sind dann auch um das Gebäude herumgegangen. Alle frühen Vögel standen jetzt natürlich noch vor dem Gebäude für den besten Schnappschuss. Hintenrum war einfach kaum etwas los und wir waren beinahe alleine. Und die Stimmung mit dem Fluss, der hinter dem Taj Mahal langfließt, ist im Morgengrauen geradezu mystisch. Es lohnt sich übrigens auch sehr, gleich morgens um 6 reinzugehen, selbst wenn das ein sehr frühes Aufstehen bedeutet. Wir sind gegen kurz nach 8 gegangen und da wälzen sich schon deutlich, deutlich mehr Menschen durch den Park. Übrigens, wenn ihr das Gelände über den Westeingang verlasst, dann ist es nur ein kurzer Fußmarsch oder eine kurze Tuk-Tuk-Fahrt bis zum Agra Fort. Und wenn ihr beim Agra Fort eine Eintrittskarte kauft und vorzeigt, dass ihr an diesem Tag auch schon beim Taj Mahal wart, dann bekommt ihr einen kleinen Rabatt. Das haben wir natürlich genutzt und sind noch zur Festung gelaufen. Ein imposantes Gebäude, wo es um die Uhrzeit auch noch sehr leer war. Wir haben uns dort erstmal lange auf eine Bank gesetzt, verschnauft und die ganzen Eindrücke wirken lassen. Zurück haben wir dann unsere erste Fahrt mit dem Tuk-Tuk gewagt und sind anschließend frühstücken gegangen. Denn gegessen hatten wir vor dem Besuch vom Taj Mahal noch nichts, bis auf ein Knoppers, was ich noch in meinem Rucksack gefunden habe. Ja, und Lebensmittel darf man nicht mit hineinnehmen und wegschmeißen, wäre echt zu schade gewesen. Abends haben wir dann im Shiro's Hangout Café gegessen. Ein Projekt, wo Frauen arbeiten, die Opfer von Säureangriffen geworden sind. Es geht hier um Sichtbarkeit, es geht um Nahbarkeit und es geht darum, eine Geschichte zu teilen. Ich habe von einer der Frauen dort noch ein Henna-Tattoo bekommen und ich glaube, dabei ist neben dem Teilen eines Stücks Kulturgeschichte der Gedanke, Berührungsängste abzubauen und die Frauen auch, ja, nicht nur als Opfer zu betrachten, sondern auch als Künstlerin oder als Kellnerin, als Gesprächspartnerin, weil sie alle so viel mehr sind als nur dieses eine Ereignis in ihrem Leben. Auch eine Begegnung, die bei mir nachwirkt. Am nächsten Tag haben wir uns auf den Weg zum sogenannten Baby-Touch gemacht. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre irgendwie eine Kopie vom richtigen Taj Mahal. Nein, also es ist genau andersrum. Dieses kleine Mausoleum gibt es schon länger und das große wurde quasi davon inspiriert. Das sieht man deutlich. Die Schönheit ist sehr ähnlich, nur eben kleiner. Und man sieht auch, dass hier nicht so viel Zeit und Geld in die Instandhaltung gesteckt wird, wie beim großen Geschwister. Allerdings ist der Glanz vergangener Zeiten auch hier noch immer deutlich zu spüren.
Und es ist auch nicht annähernd zu überlaufen. Also hier in dieser Parkanlage ist es wirklich sehr friedlich und ihr habt genug Zeit, auch das Innere ganz in Ruhe zu entdecken. Wieder nur einen Fußmarsch entfernt liegt dann noch der Moonlight Garden. Eine Parkanlage, die genau gegenüber vom Taj Mahal auf der anderen Seite des Flusses liegt. Von dort habt ihr also einen fantastischen Blick aufs Taj Mahal. Ja, und wer kann natürlich nicht genug davon bekommen? Ja, natürlich... Das muss ich, glaube ich, nicht näher erklären. Für abends haben wir uns eine Foodtour gebucht. Mit einem sehr engagierten Guide ging es Richtung Agra, aber in das Old Agra. Wir sind durch Gassen gelaufen, die wir allein wohl nie gefunden hätten. Er hat uns nicht nur jede Menge Essen zum Probieren gegeben, sondern uns auch etwas über Geschichte, Kultur, Religion und die Menschen erzählt. Diese Mischung war wirklich großartig und schnell fühlten wir uns voll. Voll im Kopf und auch im Magen. Ja, und dann meinte er so salopp, 80% der Tour sind jetzt rum und ich hoffe, die restlichen 20% gefallen euch auch noch. Leider waren die letzten 20% ein kleiner Reinfall, weil wir zu zwei Shops gekarrt wurden. Ein Juwelier und ein Geschäft für Deko und Einrichtungsgegenstände aus Marmor. Wir hatten überhaupt keine Lust, irgendwas zu kaufen, daher waren wir sehr schnell auch wieder raus. Und es hat uns, ehrlich gesagt, die Tour mit einem sehr gemischten Eindruck beenden lassen. Sehr schade, aber wir werden die guten Dinge im Kopf behalten, denn vorher war die Tour wirklich großartig und ich glaube auch ziemlich einzigartig. Ja, und was stand am Ende der ersten Woche auf Weltreise an? Ein weiterer Ortswechsel und unsere allererste Bahnfahrt in Indien. Die war echt super entspannt. Wir hatten vorab ein Video geguckt und uns genau angeschaut, wie das mit den Zügen und dem Finden der Plätze funktioniert. Und so war das wirklich unkompliziert und wir haben unser Ziel sicher erreicht. Wie es wohl weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Vlog. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst.